Hallo, herzlich willkommen. Wir sind da im Birdland hier in Wien und bei dem Event, der genau heißt, Shorty bitte, wie heißt der Event? Mike Hook Music Band Startup 07. Wow. Mike Hook Music Band Startup 07. Ein langer Terminus. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Präsentation der Gewinner des Mike Hook Music Competitions. Und wir sind heute dahergekommen, um unseren oberösterreichischen Manuel Normal zu unterstützen, ihm zuzujubeln und freuen uns über seinen tollen Auftritt. Wir sind schon gespannt. Yeah! Ich habe da jetzt bei mir den Michi Geismeier. Er hat praktisch den Mike Hook Music Award erdacht. Stimmt das, Michi? Ja, ich habe in meiner Funktion, was ich eben auch tue als Musikberater des Getränkekonzerns Coca-Cola, die Anfrage bekommen, mir was zu überlegen, wie man denn in Österreich einen Bandcontest machen könnte, der auch Sinn macht. Und aufgrund auch meiner Erfahrung als selbst ausübender Musiker habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwie mehr gehen, als einfach nur einen Bandcontest zu machen, wo dann irgendeine Band gewinnt und die kriegt dann einen Föhn und das war's und dann machen wir den nächsten Bandcontest. Mhm. Und so haben wir dann, oder ich in dem Fall, was ersonnen, wo es darum ging, was kann man machen, damit die Bands wirklich mehr davon haben. Und so kam man dann auf diesen Startup-Gedanken, sprich ein Package zu kreieren, wo die Bands halt was haben, mit dem sie arbeiten können und wo sie vor allem alle Rechte selber behalten. Mandl, bist du nur normal? Ich habe meine Töchter so segiert. Jugendort, da habe gesagt, bist du nur normal, Mandl? Und da haben wir auch jetzt, du hast, ich habe es ja vorher schon erfahren, da liegt ja der Grundstein für den Bandnamen überhaupt. Ja, ich glaube, schon ein bisschen, oder? Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass du gar nicht Manuel heißt. Ja, aber das ist richtig, aber der Vati, ich habe mir immer schon Mandi zu mir gesagt. Mandi, mein Weltmeister auf dem Fußballplatz und so weiter. Weltmeister wegen einem Happel. Ich habe recht verehrt in Happel. Ja. Der hat einen guten Kick, der David, ne? Er kann gut kicken auch. Ja, ja, ja. Er heißt David, jetzt wissen wir schon. David Weltmeister. Die Kinder haben das gut segiert, meine Töchter. Und haben gesagt, sie haben, Mandl, bist du endlich einmal normal, ne? Ja. Ja. Alles klar. Ja, alles wirst du endlich einmal normal, oder was? Okay. Ja, ich hoffe nie. Ich hoffe auch nicht. Wir hoffen alle nicht. Ja. Die ganz normale Familie. Ja. Sag, wie war er daheim eigentlich? War er da auch so normal, wie, unter Anführungszeichen? Was heißt normal? Ist ja eben, Bruder. Was heißt normal? Ich frage mich, warum normal? Ich meine, das ist... Ich finde einfach, die Einstellung, die er hat, ist für mich normal und ich finde ihn einfach cool, so wie er ist. Wir haben da jetzt zu meiner Linken den Fire. Ja, das bin ich. The roof is on fire. The Fire hat praktisch mitproduziert oder produziert. Ja, mitproduziert. Gemeinsam mit Markus Gartner das Album von genau. Manuel Normal. Der David, der ist schon mit sehr, sehr fertigen Songs gekommen, hat ein paar Nummern überhaupt schon
sehr fertig arrangiert gehabt, sehr viele Sachen daheim selber aufgenommen, teilweise sehr, also er ist überhaupt sehr unbedarft an die Sache herangegangen. Ja. Gitarren aufgenommen mit seinem eigenen Laptop, einfach das Laptop hingestellt und die Akustikgitarren ins Mikrofon vom Laptop aufgenommen. Ja. Für mich als Tontechniker ja, ein No-No. Ja. Das scheißt sich überhaupt nicht. Aber die haben wir alle drinnen lassen, weil das, ja, weil das geil ist und ja, weil es super passt. Und es geht ein bisschen auseinander, die Live-Ding und die Albumproduktion ist aber bewusst so gewählt, weil er ein sehr vielseitiger Typ ist und mit sehr vielen Sachen experimentiert. Aber es liebt, auf der Bühne zu stehen mit einer Band.